So entspannt sieht nur jemand aus, der 19 Spiele ungeschlagen ist und somit keine Angst vor dem Hexenkessel in Buchbach haben muss. Holger Bachtaler freut sich sogar auf diese Partie, die den Titel Spitzenspiel durchaus verdient. Bayerns beste Amateurmannschaften im direkten Duell und auf seine Tore muss der Trainer bauen. Marc Hämmerle zuletzt mit 2 Treffern gegen Ingolstadt. Ja, und dieser Marc Hämmerle setzt auch gleich mal die erste Duftmarke. Zweite Spielminute, Illertissens Nummer 18 mit dem Seitfallzieher. Maus pariert glänzend. Super Auftakt in Buchbach vor 882 Zuschauern. Illertissen weiter am Drücker. Hämmerle mit glänzendem Zuspiel auf Vitali Lux. Der ist völlig frei vor Maus. Das kennt man von Lux normalerweise anders. Im Jahr 2014 noch kein Tor von Lux bisher. Anscheinend ist er zu sehr mit seinen Wechselabsichten beschäftigt. Nach und nach wurden die Hausherren aber besser. Sie fanden den Schlüssel zum Spiel. Kurz vor der Halbzeit, Heikenwälder mit dem Stellungsfehler gegen Hellinger. Der zieht auf und davon. Die butterweiche Flanke auf Siepic. Das 1:0 für den CSV. Erste Chance, erstes Tor. Das nennt man hundertprozentige Chancenverwertung. Siepic, 7. Saisontreffer, aber unter gütlicher Mithilfe. Siepic ist 10 cm kleiner als Illertissens Innenverteidiger-Duo Passer und Strahler. Der darf nie zum Kopfball kommen. Bachtaler angefressen. Das 1:0, zeitgleich auch der Pausenstand. Und auch nach dem Wechsel blieb die Illertissener Defensive nicht fehlerfrei. Und wie Essig mit dem Stockfehler. Petrovic presst früh drauf, legt ab auf Hamburger. 2:0 Buchbach. Die Sensation liegt in der mit Bratwurst und Steakduft durchzogenen Luft. Was für ein schlimmer Bock von Essig. Das passiert dem Routinier normalerweise nie. Petrovic sagt Danke, Hamburger ebenso. Und schauen Sie in das Gesicht von Bachtaler. Der war stinksauer. Die Luft in Buchbach schien ihm gar nicht zu schmecken. Nur 2 Minuten später. Illertissen gab sich lange noch nicht geschlagen. Der amtierende bayerische Amateurmeister probierte es nochmal. Schaller setzt sich durch gegen Brucia. Der bringt ihn zu Fall. Klare Sache, Elfmeter für den FVI. Und bei den Schwaben gibt es nur einen Mann dafür. Mr. 100% vom Punkt, Marc Hämmerle. Und es bleibt auch dabei, der Anschluss postwendend. Aber so richtig Auftrieb gab der Anschluss nicht. Im Gegenteil, Buchbach war den 3:1 näher. Puccia auf Mio Stjepic. Es bleibt bei einem Treffer, den macht er normalerweise im Schlaf. Auch in der nächsten Szene Illertissen im Glück. Puccia hat anscheinend die falschen Reifen aufgezogen. Aus diesen Chancen muss man schon mal Kapital schlagen. Von den Gästen kam in dieser Phase des Spiels fast gar nichts mehr. Dieser Schuss von Hahn aus der Ferne, die beste Szene des FVI nach dem Anschlusstreffer. Die Schwaben machten in der Schlussphase natürlich auf, das ergab Räume zum Kontern und einen davon nutzten die Hausherren. Hamburger krönt seine starke Leistung an diesem Freitagabend mit seinem zweiten Treffer. Doppelpack für den 23-Jährigen. Klasse Zuspiel von Mio Stjepic. Der Abschluss nur noch Formsache. Die Sensation ist perfekt. Buchbach schafft das Unmögliche. Die Festung SMR Arena wird zum Tollhaus. Jede Mannschaft ist an einem bestimmten Tag zu schlagen. Das haben wir gewusst und so haben wir gespielt. Und ja, wenn Illertissen heute nicht verliert, gegen wen dann? Man ist bei 19 Mal ungeschlagen, da darf man einmal verlieren. Sensationelle 19 Spiele ungeschlagen, zum 20. hat es nicht mehr gereicht. Holger Bachtaler kennt die Gründe. Ja, also bei solchen eklatanten Fehlern fällt es eigentlich eher leicht, sage ich mal, ruhig zu bleiben, weil da kann man ja nichts machen. Also sowas passiert einfach, solche Tage gibt es auch. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wir haben jetzt die letzten 19 Spiele 15 gewonnen, 4 unentschieden gespielt. Dass dann auch mal individuelle Fehler passieren, das kommt einfach vor, ist zwar ärgerlich und denk mal, stinkt auch jedem Spieler, gar keine Frage, aber so ist der Sport. Wir haben heute in Buchbach verloren und von daher gratulieren wir dem TSV zum Sieg. Die Feierlichkeiten können also beginnen. Toni Bobenstetter hat auch schon einen Plan für sich. Was macht der junge Trainerfuchs Toni Bobenstetter? Feiert heute mit, oder? Ja, ich werde mir vielleicht ein Pilzchen genehmigen heute. Nur eins? Zwei? Drei? Vier? Ja, wo geht's dann hin? Na, es reicht, 4, mehr vertrage ich nicht.